Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Eröffnung in der Albertina Modern, der dritten Ausstellung in der Albertina Modern. Es ist eine Ausstellung und zugleich keine. Es ist vielleicht sogar viele Ausstellungen, denn wir haben uns entschieden, aus unserer eigenen Sammlung diesen unglaublichen Reichtum von 65.000 Kunstwerken an Kunst der Gegenwart eine Reihe an Ausstellungen zu machen, die von der Pop-Art reichen bis zur abstrakten Kunst. Von den deutschen Individualisten um Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Penck, Immendorf oder Lüpertz bis zu Künstlern der Leipziger Schule und Österreichs, die sich an den Rändern der Stadt mit der Melancholie, der Einsamkeit, der Isolation beschäftigen. Der Titel dieser Ausstellung, Wonderland, stammt von einem Gemälde einer Malerin, die zu den Young British Artists zählt, in den frühen 90er Jahren spektakulär Karriere gemacht hat, neben Mark Wynn, Damien Hirst und anderen. Wonderland bezieht sich auf jenen Roman, das Kinderbuch von Lewis Carroll, in dem die Protagonistin, die Hauptfigur, Alice, in ein Loch fällt und wieder landet in einem Reich voller Widersprüche. We are all mad here. Wir sind alle verrückt. Sie tritt und trifft auf Widersprüche, die unterschiedlich illustriert werden konnten in der Filmgeschichte. Ein Märchenfilm wurde daraus und ein Horrorfilm. Und beide haben sich eng an den Gehalt der Literatur gehalten, was zeigt und belegt und einmal mehr unterstreicht, warum Alice in Wonderland das einflussreichste Stück der Weltliteratur geworden ist, vom Surrealismus angefangen bis zur Gegenwartskunst. Wonderland lädt sie auch ein, letzten Endes bewaffnet und ermächtigt durch eine entfesselte Fantasie, sich diesen Kunstwerken zu überlassen, die ihnen die Geschichte eben von der Einsamkeit erzählen, die an den Rändern der Stadt nistet, die ihnen erzählen davon, wie der Schrecken des Dritten Reichs die Welt kahl, verwüstet und leer zurücklässt, oder wie eine postfigurative Malerei eines Albert Oehlen, des bedeutendsten postfigurativen Malers nach Gerhard Richter, seiner Generation letzten Endes eine Vitalität und Kraft in die Kunst bringen kann, die uns allen im Augenblick in dieser Pandemie sehr, sehr gut tut. In wenigen Augenblicken werde ich Sie mit der Chefkuratorin der Albertina Modern, Magister Angela Stief, durch diese Ausstellung begleiten und führen und Ihnen einige wenige ausgesuchte Werke zeigen. Ich kann aber nur empfehlen, diese dann mit all den anderen sich physisch anzusehen. Denn nichts ist befriedigender als einem großen Kunstwerk Aug in Aug direkt gegenüberzustehen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier und heute in der Albertina Modern begrüßen zu können. Wir eröffnen die Ausstellung Wonderland. Wonderland ist die dritte Ausstellung in der Albertina Modern, die zweite Sammlungspräsentation. Wir haben die Albertina Modern vor einem Jahr circa, also Ende Mai, eröffnen können in den neuen wunderschönen Räumlichkeiten, die frisch renoviert worden sind. Wonderland zeigt Ihnen einen Ausschnitt aus dem großen Sammlungsreichtum der Albertina. Sie sehen hier circa 120 Werke, die in thematischen, aber auch räumlichen Engführungen Ihnen hoffentlich illustre und fantasievolle Momente gewähren werden. Die Werke insgesamt sind alle logischerweise programmatisch für die Albertina Modern Werke der Gegenwartskunst und umreißen ungefähr einen Zeitraum von 70 Jahren. Also die frühesten Arbeiten sind beispielsweise von historischen Größen wie Morris Louis und Ad Reinhardt und reichen bis in die Gegenwart zu Neuerwerbungen von 2020 und Künstlern wie etwa Schelatin oder Erwin Wurm oder Markus Schien. Die Ausstellung ist ein Reich der Fantasie, ein Reich, das vielleicht auch eine andere Seite der Medaille widerspiegeln kann und auf jeden Fall wert zu besuchen. Und ich freue mich jetzt sehr, Sie gemeinsam mit Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder durch die Ausstellung zu führen, beziehungsweise Ihnen einen kleinen Einblick, einen Teaser-Blick
in die Ausstellung Wanderland zu geben. Klaus Albrecht Schröder zeigt Ihnen jetzt Einblicke in die Popkunst in einer Zeit des wirtschaftlich prosperierenden Amerikas, eine Zeit, wo der Konsum und die Warenwelt boomte. Viel Spaß. Mag schon sein, dass Konsum wahrscheinlich der wesentliche Treibriemen der Pop-Art ist. Der Konsum mit seinen Begleiterscheinungen, der Werbung, des Glücksversprechens, das mit ihm einhergeht. Aber es ist sehr oft ein brüchiges Glück, das die Pop-Art uns zeigt. Und die Pop-Art in dieser Ausstellung Wanderland führt uns tatsächlich von den Klassikern der Pop-Art, von Roy Lichtenstein und Andy Warhol, bis zu jenen Young British Artists, die Elemente der Pop-Art aufgreifen, wie das schockartige in Erinnerung rufen eines alltäglichen Vorgangs, ein Liebesakt, oder bis zur Gegenwartskunst bei einem Belgier reichen, Harold Ancard, der seit er in New York tätig ist, Harold Ancard sich nennt. Hinter mir von Harold Ancard sehen Sie dieses gewaltige, sich gerade im Augenblick der Entzündung befindliche Streichholz, das über die Reibefläche gezogen wird, auf einem 6 Meter großen Gemälde, scharfkantig. Mit einem harten Umriss werden die Gegenstände gezeigt. Man fühlt sich erinnert an das Hard-Edge-Painting, das nicht nur für die abstrakte Kunst vor der Pop-Art wichtig wurde, sondern auch in der Pop-Art eine große Rolle spielt. Das alles ist beeinflusst nicht zuletzt von ganz frühen Werken von Alex Katz, der mit seinen Cutouts geradezu das Hard-Edge-Painting mit der Figuration vermählt und versöhnt. Das schockartige Aufgreifen von Alltagsmotiven und Gegenständen finden wir bei Mark Quinn. Er weiß, er sieht, dass der Mensch in allem, indem er sich als unverwechselbar und einzigartig und individuell sieht, von den Genen bestimmt ist, fremdbestimmt wird. Und der Liebesakt, der Sexualakt, der der Fortpflanzung dient, bestimmt uns von der Geburt bis zum Tod. Das treibt auf die Spitze und zeigt, wie ein Skelettpaar hier in der Liebe ineinander verschlungen präsentiert wird. Und ein anderes Werk, das mich ganz besonders fasziniert in diesem Raum, das wir seit vielen Jahren besitzen und auf das ich sehr, sehr stolz bin, ist Smoker von Tom Wesselmann, dem anderen Amerikaner neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein, der sich den großen Motiven der Konsumkultur und der Werbung, der Anzeigen widmet. Ein strahlender Frauenmund, grell geschminkt, aus dem langsam der Rauch entschwindet. Und dieses ephemere Ereignis eines Rauches, der in der Luft sich auflöst, wird auch bei ihm transformiert zu einem Hard-Edge-Painting. Da haben wir die wesentlichen Kriterien, wenn wir dazu noch zählen, das Prinzip der Serialität, der Wiederholung, die in den Campbell Soup von Andy Warhol oder in seiner berühmten Mao-Serie hier präsentiert wird, dann sind die wesentlichen Gestaltungsprinzipien der Pop-Art präsentiert. Und wir können uns auf das einlassen, was uns die Kunst unabhängig von dem, was ich Ihnen erzählt habe, bieten kann, wenn Sie ihr gegenübertreten. Wir befinden uns hier im Raum, der mit die Anarchie der Kunst betitelt ist. Und im Hintergrund sehen Sie Arbeiten der Boygroup Chelantin. Die bestehen aus 4 Männern, die seit ungefähr 1990 zusammenarbeiten. Und sie wurden auch einmal als anarchistische Enkel der Aktionisten, der Wiener Aktionisten bezeichnet. Insofern ist diese Bezeichnung auch richtig, als dass sie medial sehr heterogen arbeiten. Die Performance, das Happening, aber auch die Skulptur, die Installation, die Malerei und vor allem auch die Offenheit für die Interaktion mit dem Betrachter sind ganz wesentlich für die Werke, die oft übrigens sehr skandalös sind, dieser Boygroup Chelantin oder auch Chelantin genannt. Die spezifischen Plastilinarbeiten, die Sie hier sehen aus 2 Serien, einerseits der Mona Lisa, andererseits der Serie der Historienbilder, wenn man so will, oder in der Tradition der Historienbilder stehend, Guernica, sind alle gemacht aus Plastilin.
Und vielleicht veranschaulicht auch dieses Material so etwas wie einen ludischen Trieb. Das Spielerische, das Ironische, das Karnevaleske und das Groteske sind in den Arbeiten dieser Boygroup außerordentlich wichtig. Die hehre historische Kunst, Ikonen wie die Mona Lisa oder eben Guernica von Pablo Picasso werden neu befragt. Nicht spöttisch, vielleicht ironisch, bestimmt grotesk wird hier eine Tradition bemüht, in der sich die zeitgenössische Kunst einschreiben kann und einschreiben will und arbeitet sehr intensiv an dem, was Darstellungskonventionen bedeuten. Wenn etwa Mark Quinn sich mit Schönheitsidealen auseinandersetzt, so ist das bei Gelatine gar keine Frage mehr. Mona Lisa wurde zu einem grotesk verzerrten Monster. Ihr Gesicht ist versehen mit Klubschaugen, mit riesigen Nasen und vollkommen deformiert. Die Lust, Lebenslust, Schaulust, die diese Arbeiten vermitteln, sind für mich nach wie vor eine große Freude. Sie haben eine Offenheit, eine Zugänglichkeit, die besonders wichtig, glaube ich, überhaupt für zeitgenössische Kunst ist. Wir gehen jetzt weiter in einen Raum, der vielleicht ganz gut anschließt bei der Idee des Historienbildes und den Darstellungen von Krieg, Schuld, vor allem aber auch Geschichte und der Auseinandersetzung mit Biografie, aber auch dem Trauma des Nationalsozialismus. Spätestens seit dem Impressionismus teilen wir die Bewegung der Kunst nicht nur nach großen Epochenüberblicken ein, Barock, Renaissance oder Klassizismus, sondern nach einzelnen Bewegungen, die oft sehr kurzatmig aufeinander folgen. Auf den Impressionismus, der Pointillismus und der Fauvismus, der Kubismus, der Dadaismus oder Surrealismus. Auch in der Kunst nach 1945 dominieren jene Ismen, jene Positionen und Bewegungen, die zusammengefasst werden im abstrakten Expressionismus oder der Popart, in der Konzeptkunst, der Minimal Art, der Land Art oder der neoexpressiven Malerei der neuen Wilden. Eine Ausnahme sticht heraus. Es sind einige wenige Individualisten, deutsche Künstler, die einen Weltrang sich erobert haben und ihn seit Jahrzehnten innehaben und nicht einer dieser Ismen einzuordnen sind. Gerhard Richter und Sigmar Polke, Georg Paselitz, Markus Lüpertz, Jörg Immendorf oder Penck. Es sind Künstler, die unverwechselbar einzigartig sind, keine große Schule gebildet haben und trotzdem in ihrer Wirkung gar nicht genug eingeschätzt werden können. In dieser Ausstellung haben wir diesen Raum zusammengestellt mit jenen deutschen Individualisten, die sich der Last, der Schuld der jüngsten Vergangenheit widmen. Es sind die kahlen, schmerzhaften Landschaften eines Anselm Kiefer, der ein Sternenbild im Sternzeichen der Pendeluhr zeigt, aus dem der Sternenregen herabfällt auf die bleiern gewordenen Bibliotheken seiner Bücher. Fast 3 Tonnen wiegt diese Installation und lastet auf unseren Schultern, auf unseren Augen, auf unserem Gemüt, wie diese Schuld, die Kiefer so sehr zum Gegenstand seiner Kunst macht. Das gilt aber auch für die anderen Künstler, für Paselitz ebenso wie für Lüpertz. Ein Künstler interessiert mich ganz besonders, der sich insbesondere mit dem Schmerz der deutschen Teilung befasst. Das ist Jörg Immendorf. Als Künstler geht er durch den deutschen Wald, mit dem Lebenslicht bewaffnet, und sucht sich seine Heimat, sucht sich ein Licht, er wird nicht fündig werden. Mit einem anderen Künstler versucht er mit seinem Freund Penck im Osten den eisernen Stacheldraht zu durchtrennen. Es ist ein Stacheldraht, der die beiden Freunde trennt, der eine in einem lodernden Feuer gefangen, der andere im Weizenteil, Überflussgesellschaft symbolisierend, bewacht vom deutschen Adler. Und schließlich ist in diesem Saal auch wahrscheinlich mein allerliebstes Gemälde der Gegenwartskunst überhaupt, das wir glücklicherweise besitzen. Von Jörg Immendorf der Einblick in ein Café. Es ist sein eigenes Restaurant, ein Unterweltsrestaurant in der berühmt-berüchtigten Reeperbahn von Hamburg. Künstler, Figuren sitzen an verschiedenen Tischen. Links sehen wir schachspielend Marcel Duchamp,
diesen berühmten Dadaisten mit seinem nackten Modell nachdenkend, beargwöhnt, beobachtet von einer ebenso eingedunkelten Figur von Max Beckmann, dem vielleicht wichtigsten deutschen Maler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und rechts sitzt Adolf Hitler im Wiener Obdachlosenheim, stolz schon vorbereitet auf das, was er der Welt bringen wird. Vernichtung, Schrecken, Tod und Terror. Und über ihn schwingt der Koreaner Nam June Paik eine Violine, um sie im nächsten Augenblick auf dem Haupt dieses Diktators zu zerschmettern. Ganz gelassen sitzt im Hintergrund ein Akt, der ruhig eine Pause eingelegt hat. Das berühmte Bild, das ein Vorbild ist, ist der herabsteigende Akt von 1913 von Marcel Duchamp, der erste Kunstskandal. Die Zeit ändert sich. Sie löst keinen Skandal mehr aus. Wichtiger ist, wie das Leben vergeht und nicht festgehalten werden kann. So erscheint im Zentrum eine einzige Lichtgestalt, ein Skelett. Es ist die Imago des bereits vom Tode gezeichneten Künstlers selbst, Jörg Immendorf, der neben der ganz rasch, unaufhaltsam rasch, herabbrennenden Lebenskerze sitzt und mit dem Gestus der Melancholie das Leben an sich vorbeiziehen sieht. In Paloma, dem Lokal des Immendorf. Penck ist einer der großen deutschen Maler. Er ist geboren 1939 in Dresden und gilt als Künstler der befreiten Geste und war deshalb auch ganz wesentlich eigentlich ein Pionier für die Kunst der 80er Jahre und die jungen Wilden. Der große Unterschied zu anderen deutschen Meistermalern dieser Zeit wie Baselitz, Lüppertz, Immendorf, Kiefer ist der, dass er das Narrativ ins Zeichenhafte ausdünnt. Und es geht in seiner Kunst sehr stark um die Verschränkung von Linien, Flächen, grafischen Elementen und Piktogramme, die eine durchaus große Signalwirkung erzielen. Für Penck war der Wunsch nach einer liberalen Gesellschaft, also er ist in der DDR aufgewachsen, Recht auf Meinungs- und Ausdrucksfreiheit immer ganz wichtig, auch in seiner Kunst darzustellen. Die Arbeiten werden als Weltbilder vom Künstler selbst bezeichnet und verbinden Symbolismus und Realismus. Sie fühlen sich erinnert an den Primitivismus und die Archaik von Höhlenmalerei, diese einfache visuelle Sprache, die in einer All-Over-Struktur das Bild sozusagen beherrscht. Wichtig für ihn ist sicher auch, dass er ähnlich vielleicht wie die Poesie das Essentielle in Bildern festhalten wollte. Wir gehen jetzt weiter zu zwei sehr großen Selbstdarstellern in der Kunst, bei denen das Selbstporträt, die Wahrnehmung des Innenlebens, die Beobachtung und Introspektion sehr wichtig gewesen sind, Baselitz und die Grande Dame der Malerei, Maria Lasnik. In Wahrheit könnte der Gegensatz gar nicht größer gedacht werden. Auf der einen Seite Maria Lasnik, ihre eigenen Körperempfindungen zum Gegenstand der Malerei macht und damit der Figuration eine neue Wende gibt. Und auf der anderen Seite Georg Baselitz, dem das Motiv, das Sujet, das Thema vollkommen gleichgültig ist. Im Gegenteil, der versucht, die abstrakte Malerei mit Figuration zu retten. Wie ist das möglich? Indem er 1968 zu einem geradezu legendär gewordenen Kunstgriff greift, das Motiv auf den Kopf stellt, um es damit unbrauchbar, nutzlos zu machen und nur mehr die Konzentration des Betrachters auf das zu lenken, was das Kunstwerk eigentlich definiert, seine Form, seine Gestalt, das wie es gemacht ist. Das berühmte Selbstbildnis, auf das wir ganz besonders stolz sind, weil es eines der besten und bedeutendsten Gemälde von Georg Baselitz ist und das der Künstler selbst, der Albertiner, übergeben hat, von 1972 veranschaulicht das sehr deutlich. Es ist Georg Baselitz, auf den Kopf gestellt, aber der Titel lautet Fingermalerei. Mit dem Titel will Georg Baselitz bereits darauf hinweisen, wie es gemacht ist, mit dem Finger in der Farbe wühlen. Das ist ihm entscheidend, wie die Farbe, das Ocker zu dem Blau steht.
Das ist ihm wichtiger als die Durchdringung des Charakters, der Persönlichkeit des Künstlers selbst, seine Selbstthematisierung. Die tritt demgegenüber so sehr in den Hintergrund, wie das Bild eines afrikanischen Stammeshäuptlings, eines Hadendoa, den Georg Baselitz wiederum umdreht, um 180 Grad auf den Kopf stellt. Fasziniert hat ihn diese Frisur, das Gegenständliche. Umgedreht ist es ein Bild, in dem die Farbwirkung, die Expression in den Vordergrund rückt und nicht das exotische Motiv als solches. Maria Lasnik malte, was sie fühlte. Das große Prinzip, das sie erfunden hat, war das Malen von Körpergefühlen, sogenannten Körpergefühlsbildern, die sie dann in Amerika, als sie in New York lebte, zu Body Awareness Painting umbenannte. Das große Problem, das nämlich mit dem Begriff des Gefühls verbunden war, ist natürlich die Gefühlsduselei, der natürlich auch schnell mal Frauen bezichtigt worden sind. Und sie war bestimmt eine der wichtigsten Künstlerinnen, vielleicht nicht des 20. Jahrhunderts, aber des 21. Jahrhunderts, die immer wieder Frauen und vor allem sich selbst in den Mittelpunkt des Bildgeschehens rückte. Im Hintergrund sehen Sie die Arbeit Atlas von 1985, wo sie sich eben auf den Atlas, der das Gewicht der Welt auf seinen Schultern tragen muss, bezieht, die mythologische Figur, und sie sich sozusagen aneignet, sich selbst an die Stelle dieses kräftigen, starken Weltenträgers sozusagen stellt. Diese Arbeit ist übrigens auch das Lieblingswerk der Sammlerin Agnes Essel, das sie und ihr Mann für die Sammlung Essel erworben haben. In Bezug auf die Body Awareness oder eben auch die Idee der Körpergefühlsbilder ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass es für Lasnik immer wieder um die Beobachtung, um die Selbstbeobachtung und die Introspektion ging. Um dies tatsächlich auf die Bildwand zu übertragen oder zu projizieren, stopfte sie sich manchmal beim Malen die Ohren zu und schloss die Augen, um die Außenwelt sozusagen auszuschalten. Und erst im Nachhinein sozusagen verbindet sie das, was sie aus der Erinnerung figurativ malt, mit dem, was sie selbst gefühlt hat. Es entstehen dann auch Farben, die sie zum Beispiel als Qual-, Geruss-, Gedanken- und Krebsangstfarben bezeichnete. Also auch den Farben werden einzelne Gefühle zugeschrieben. Und diese Idee, Bild und Empfindung zusammen zu denken und als figurative, expressive Malerei zu realisieren, hat tatsächlich große, große Wirkung auf die Nachwelt und die Kunst der Gegenwart gehabt. Maria Lasnik ist am Inhalt interessiert. Mehr noch als Georg Baselitz will sie geradezu den Inhalt zur eigentlichen Aussage erheben, und dennoch ist man immer wieder fasziniert von der Form als solche. 1968 übersiedelt sie von Paris nach New York, bleibt dort bis 1980 und hüllt ihre Gemälde in ein ganz geheimnisvolles, nur dieser Österreicherin eigenes Türkis und Olivgrün. Und das Sujet dieses großen, eines der größten Gemälde von Maria Lasnik ist die Last des Fleisches. Sie, die immer wusste, dass sie der Kunst alles opfern muss. Die Sexualität, die Beziehung zu anderen Männern, Kinder, das alles lastet auf ihr, wie die Last eben des Fleisches an sich auf uns lastet, wir ihr nicht entkommen können. Aber sie übersetzt das in ein reales Gefühl. Zwei riesige Fleischklötze liegen auf ihren Schultern und drücken sie nieder. Und wenn sie dieser Last nachgeben will, der Lust des Fleisches auch nachgeben will, dann muss sie sich wehren, zugleich im Zeichen der Kunst, und ihre Arme, ihr Körper insgesamt, desintegriert sich und zerfällt. Das ist ein sehr verzweifeltes Bild, und erst das Schlusswort, das sie in New York ergreift mit Woman Power,
zeigt nun die Selbstermächtigung, die aus dieser Askese herausfolgt. Denn wie eine Queen Kong steigt sie über die Straßen von New York, über die Fifth Avenue, wälzt alle Wolkenkratzer und Hochhäuser dieser Stadt am Hudson River um und geht in eine neue Zukunft hinein. Diese Zukunft wird in Österreich beginnen, indem sie die erste Professur für eine Frau antritt, 1980. Und nicht nur für Österreich, für die österreichische Malerei, sondern für die Kunst insgesamt. Zu einer der bahnbrechendsten und einflussreichsten Künstlerinnen schlechthin im 20. Jahrhundert wird. In diesem Raum, der der expressiv-gestischen Abstraktion gewidmet ist, prallen Künstler der näheren und weiteren Historie sozusagen aufeinander. Es sind einerseits die informell arbeitenden österreichischen Künstler wie Prachensky, Holika, aber auch Staudacher, die bereits in den 50er, 60er Jahren ihre Arbeiten gemacht haben. Auf der anderen Seite konfrontieren wir und führen eng Werke mit zwei immer noch arbeitenden, intensiv arbeitenden, bekannten Künstlerinnen wie Katharina Große und Cecily Brown. Man sieht in diesem Raum sehr schön die unterschiedlichen Spielarten der gestisch-abstrakten Expression. Einerseits gibt es das Leichte, Flüssige, auf der anderen Seite das Schwere und Feurige. Und diese Gegenüberstellungen, diese Konfrontationen von leicht und schwer, luftig und bodenlastig, bodenschwer, treffen hier aufeinander, bereichern sich gegenseitig. Seit der Geburtsstunde der Abstraktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts kennt die abstrakte Malerei zwei Gegensätze. Auf der einen Seite die radikal ungegenständliche Kunst, an der nichts an die Wirklichkeit erinnert, die reine Erfindung ist, wie die von Kasimir Malevich und seinem Suprematismus. Und auf der anderen Seite jene Abstraktion, die sich vom Naturvorbild Schritt um Schritt entfernt. Die zweite werden wir kennenlernen im Schaffen von Cecily Brown, die Fotografievorlagen nimmt und sukzessive so weit überarbeitet, bis der Gegenstand in ihr versinkt. Ein anderer Künstler, Holliger, nimmt die Naturbilder, Äste, Bäume, Wurzelstümpfe als Ausgangspunkt seiner Malerei. Wolfgang Holliger gilt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg für Clement Greenberg, den großen Theoretiker von Jackson Pollock und Mark Rothko des abstrakten Expressionismus, als der bedeutendste abstrakte Maler Europas. Und tatsächlich stünde ihm mit seiner Kunst die Welt offen, wenn er in New York geblieben wäre, wenn er dort seine Karriere verfolgt hätte, die so grandios gestartet hat. Er entscheidet sich, zurück nach Österreich zu gehen und zieht sich in die steirische Isolation, in die Heimat zurück, wo er nun diese Äste und Wurzelstrünke nimmt und langsam zuerst durch Zeichnungen bereits transformiert und dann zum Ausgangspunkt großer, lichtvoller Gemälde macht. Es ist tatsächlich das Licht, das eine große Rolle in diesen Bildern spielt, denn ein Wurzelstrunk ist eine dunkle Angelegenheit und monochrom und voller Schatten. Er transformiert sie in Farbflecken, die als solche lichthaltig sind, und man wähnt sich an den Fauvismus erinnert, als Matisse gesagt hat, wir wollen Licht nicht mehr durch Licht und Schatten darstellen, sondern Licht rutscht in die Funktionale, in die Farbe selbst, in das Kolorit, das nun alles überstrahlt, so wie hier die weiße Leinwand, die Clement Greenberg bereits als The Dramatic White, das dramatische Weiß des Wolfgang Holliger bezeichnet hat. Die Farbe sinkt ein in diese Leinwand, und damit ist Wolfgang Holliger, dieser Österreicher, auch einer der wichtigsten Vertreter des Color Field Painting, das in Amerika mit einer Frau, mit Helen Frankenthal, eine Spitze erreicht hat, und in Europa in der Figur des Österreichers Wolfgang Holliger. Die englische Künstlerin Cecily Brown, die 1969 geboren ist und heute in New York lebt und arbeitet, verwendet sehr oft für ihre Malerei pornografische bzw. sexuell explizite Vorlagen. Das sehen Sie beispielsweise auch in der Arbeit hinter mir, Cherries und Pearls.
Die Arbeiten von Cecily Brown sind bis zum gewissen Grad auch Suchbilder. Sie vermischt nämlich die abstrakt-expressive Geste mit kleinen, fast schwer erkennbaren Einsprengseln von figurativen Elementen. In Cherries und Pearls könnte man vielleicht eine kniende Frau nackt erkennen. Man erkennt immer wieder Früchte, man erkennt einzelne Dinge, die aber auch etwas anderes darstellen könnten als das, was man vermutet. Dieses Bild zeigt eine unglaubliche Fülle, einen großen Reichtum an dem, was man entdecken kann. Es ist eine Art Entdeckungsreise, auf die man sich durch die Welten, durch das sexuell-pornografische Universum von Cecily Brown begeben kann. Der Künstlerin war immer übrigens sehr wichtig, diesen Konflikt zwischen Figuration und Gegenständlichkeit auszuspielen. Und sie hat immer wieder Stellung bezogen, dass sie nie und abstrakt tatsächlich gänzlich werden wollte. Die Abstraktion, sagte sie einmal, besteht für sie tatsächlich nicht. Ein Kontrastpunkt zu diesen Arbeiten von Brown, und zwar ein Kontrastpunkt im Hinblick auf eine Geometrisierung der Abstraktion, die bis zu einem gewissen Grad auch zu einem Endpunkt kommt, stellen die sogenannten Zentralformen von Robert Schaberl dar. Robert Schaberl, ein österreichischer Künstler, malt tatsächlich wie das Bild gegenüber von Pierre Soulages Licht. Er malt mit sogenannten Interferenzfarben, die tatsächlich Farben sind, die keine Pigmente aufweisen. Das, was Sie sehen, ist Licht. Das Licht, das sich verändert, wenn Sie als Besucher und Betrachter vor dem Bild hin und her gehen, wenn Sie Ihren Standpunkt verändern, verändert sich mit Ihnen auch die Farbe und das Bild. Das heißt, diese Offenheit, die diese Kunst für den Betrachter auch im Sinne eines Opera aperto, wie es Umberto Eco formulierte Ende der 60er Jahre, hat, ist vielleicht auch eine Art Möglichkeit der freien Fantasie, dem, was man sieht, dem, was man wahrnimmt, freien Lauf zu lassen. In den Arbeiten von Markus Schinwald geht es wahrscheinlich um die Kehrseite des Wunderlandes. Diese Arbeiten stehen bestimmt auch für eine Art existenzielle Obdachlosigkeit, für eine Art Verlorenheit, die der Mensch, die Figur in diesen großen Bildräumen, in denen ganz kleine Figuren, Menschen gesetzt werden, erlebt. In Bezug auf die Arbeitsweise ist das Bild insofern interessant, als dass der Künstler unwichtige, teilweise billige Arbeiten, historische Werke in Auktionen beispielsweise oder irgendwo auf der Welt, die von Scouts gefunden werden, kauft und sie dann einsetzt in ein größeres Ganzes, verwebt mit einer größeren Bildfläche, meistens die dann eine Landschaft im Hintergrund aus abstrakten Formen, Feldern und Farben entwickelt. Die Themen seiner Kunst sind oft die moderne Verlorenheit des Individuums. Andere Themen sind bestimmt auch das Verhältnis von Macht und Unmacht, von Anpassung und Eingepasstsein, was in dieser Arbeit ganz besonders deutlich wird. In dieser Arbeit oder diesen Arbeiten, die Extensions genannt sind, und Extensions ist eben nichts anderes als eine Form des Eingepasstseins in ein Größeres, was diese Arbeiten vermitteln. Nicht nur Markus Schinwald widmet sich der Isolation und der Einsamkeit. Auch die menschenleeren Fassaden von Franz Zadrazil oder die Figurenbilder von Muntern und Rosenblum haben Einsamkeit, Isolation, Entfremdung von sich und der Gesellschaft zum Thema. Das ist ein Thema, das in der Kunst des 20. Jahrhunderts immer wieder wie ein Basso Continuo auftaucht. In der Pittura Metaphysica des Giorgio di Chirico, in den Gemälden des Edward Hopper, in der zeitgenössischen Kunst. Bei Christian Brandl, einem Leipziger, der bei dem titelgebenden Abend eine Frau zeigt, die ein Tischtuch
über den Tisch ausbreitet. Sie ist allein. Wir wissen nicht einmal, für wen sie dieses Tischtuch ausbreitet, ob es jemanden geben wird, auf den sie warten wird. Nicht allein sind die Figuren an den Rändern der Stadt, im langen Schatten der Melancholie, bei Muntern und Rosenblumen, und trotzdem sind sie in sich gekehrt. Einsam, und es gibt vielleicht Schlimmeres als zu leben, aber manchmal auch viele Augenblicke im Leben dieser Jugendlichen, die ihr einziges Glück darin finden, am Leben zu sein. Davon erzählt auch die Textzeile am Boden dieses Bildes. Das Wunderland, in das wir hier eingetreten sind und das uns Alice in Wonderland vorgezeichnet hat, zeigt eben nicht nur die glückliche Seite, die lustige der Welt, nicht nur jenes gehetzte Kaninchen, das zum Geburtstagstisch strebt, sondern auch die grausame Herzkönigin. Beide Welten finden sich in diesem Wonderland und warten darauf, dass Sie sie besuchen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf Ihren Besuch in der Albertina Modern.